بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، لبكش فيست، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسفيدة أين فخاق عندي شيء دي نخ فاشتانت بزيتس، und dieses Mal diese Frage zeigt euch wie eure Schüler sind und auch wie wertlos die Frauen bei euch sind. Wisst ihr, dass man also kein Wudu hat und wollen wir zum Beispiel beten und haben wir kein Wasser gefunden? Hier darf man Tayammum machen, gar kein Problem. Man darf Tayammum machen, wenn wir kein Wasser finden oder wenn wir zum Beispiel das Wasser nicht benutzen können. Zum Beispiel kann sein, dass das Wasser kalt ist und du bist krank in diesem Fall. Du musst hier ein Tayammum nehmen, als Wasser zu nehmen. Warum? Weil wenn du kaltes Wasser nimmst, du wirst noch kranker. Deshalb, man nimmt hier in diesem Fall ein Tayammum. Und ein Tayammum ist Staub, Stein, Sand und so weiter und so fort. Das ist eine normale Sache, ein normaler Fall, ein normaler Hukum, ein normaler Urteil. Aber wisst ihr, dass bei euch, und ich schäme mich, subhanallah, sowas zu sagen, bei euch, man darf Tayammum machen, wenn eine Frau in ihre Farsch Staub hat, kann man einmal auf ihre Farsch schlagen, wenn sie Staub in ihrem Farsch hat. Was ist das? Wer kann sowas glauben? Wer kann sowas akzeptieren? Sogar die Tiere werden sowas nicht machen. Aber das steht in eure Bücher. Subhanallah, hier sagt der Sheikh von euch in einem Buch, heißt Nihayatul Ahkam fi Ma'rifatil Ahkam. Al-Allama Al-Hasan ibn Yusuf ibn Ali Al-Mutahhar, wie sein Name ist, subhanallah. Steht hier drauf: ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده على فرج امرأة عليه تراب صح التيمم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل هذا إسلام؟ هل هذا دين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Wie kann sein, dass jemand auf diese Idee kommt? الشيطان، والله الشيطان kommt nicht auf diese Idee. Fällt ihm nicht sowas ein. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده على فرج امرأة. Das heißt, wenn du deine Hand auf ein Farsch von einer Frau und dieser Farsch von dieser Frau Staub hat, صح التيمم. Das heißt, التيمم ist erlaubt. يجوز. Das heißt, wenn التيمم يجوز ist, dann darfst du damit auch beten. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا دين الكلاب، والله دين الكلاب، سبحان الله. Obwohl ich habe gerade jetzt الكلاب die Hunden beleidigt, weil die sowas auch nicht machen können. Weil die richtig Allah عز وجل anbeten, die machen keinen Schirk, die machen nicht sowas, die haben Ghaira, die haben Ehre, die haben Würde. Also, stell mal vor, dass jemand kommt jetzt und stellst du ihm diese Frage, ein Sheikh, und er sagt dir, du gehst zu deiner Frau und guckst du, ob ihr Staub auf ihre Farsch hat, kannst du drauf Tayammum machen. Wo sind wir? Was ist das? Habt ihr noch Aql? Was ist das? Wer kann sowas glauben? Und dann kommt ihr und beleidigt ihr unsere Mutter, At-Tahira. Wie kann sowas sein? Das heißt, meine ich damit nur, ihr müsst gucken, wovon ihr eure Wissen nehmt. Von Schuyuch, die richtig Shayatin sind, die nur Gelüsten folgen. Nur. Nicht mehr, nicht weniger. Ahada deinun. La hawla wa la quwata illa billah. Wallah, ich schäme mich. Das ist die Wert von eure Frauen. Alhamdulillah, unsere Frauen sind Perlen. Man kommt nicht auf diese Idee, dass man sowas macht. Ich habe das, wallahi, das habe ich noch nie gehört, aber heute habe ich gelesen. Sogar mit Quelle. هذا كتابكم نهاية الأحكام في معرفة الأحكام. Die muss ich auch sogar Seite Nummer 208. Ich werde auch ein Foto machen. Was ist das? Ja, das
طيب كمان هذا فقه التيمم. فقه التيمم إمكلاما فرج المرأة يجوز التيمم عليه. الله أكبر. شيمت أش شيمت أش Das ist eine Frage an die Schiiten, die noch Verstand besitzen. أترضون ذلك لأمهاتكم ولأخواتكم؟ أترضون ذلك للمسلمات العفيفات؟ أترضون ذلك للشيعيات المساكين دي أوخ بلينزين مساكين؟ مقال الله دي غشلين مقال الله أوش. اللهم إني أسأل الله عز وجل أن يخرجكم من الظلمات إلى النور. أسأل الله عز وجل أن يتوب عليكم وأن تتبعوا السنة والقرآن وأن تتبعوا ملة الإسلام لأنكم لستم على الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.